Let's play. Los, komm! Ja, ich bin noch dabei. Ach, Scheiße! Oh. Kommst du hoch? Los. Scheiße, ey. Übelst die Mega-Verletzung. Ich dachte schon, der kratzt jetzt ab. Ich glaube, hier sind wir sicher. Boah, wie blass er ist. Fuck. Steh auf, steh auf, steh auf. Sag mir, was ich tun soll. Komm schon. Jetzt steh schon auf. Joel. Nein, der ist jetzt nicht tot. Der ist jetzt nicht tot. Das kann gar nicht sein. Das. Oh, ist das süß. Ist das knuffig. Und gleich ist es tot. Das war so klar. Essen für Ellie wahrscheinlich, wa? Das wird nicht lang reichen. Oh yeah, baby. Du verjagst ihn nur. Das muss wahrscheinlich ich ran. Den Elch jagen. Cool. Ich darf Ellie steuern. Da ist er. Ich krieg dich. Mann, das sieht echt cool aus hier. Wo kackt er ab? Da ist er. Ah, pass auf, Ellie. Ich muss langsamer gehen, offenbar. Ich höre ihn. Oder ich habe ihn gehört. Wo ist er? Da ist er. Aber so weit kann ich nicht schießen, oder? Nope. Ich muss langsam voran. Und außerhalb seines Sichtfelds, am besten hinter den Bäumen entlang. Na? Nein! Ah, Scheiße! Habe ich irgendwie Munition oder so? Nee, gar nicht. Auf jeden Fall kann ich meinen Pfeil wieder aufnehmen. Ich krieg dich, Elch. Hirsch, was auch immer du bist. Ich glaube, ein Hirsch. Ich kenne mich mit Tieren nicht so gut aus, sorry Leute. Da bist du. Da bist du. Ah! Erwischt, ja. Lange hältst du das nicht aus, Fräulein. Ah, hier, guck mal. Blutspuren folgen. Oh, ein Treffer reicht wohl nicht. Verdammt!
Ah, ich sehe seine Blutspuren und kann ihnen dementsprechend folgen. Hat er den Pfeil verloren? Der hat den Pfeil verloren, Tatsache. Tja, ich. Boah, ist das brutal, ey. Da wird doch Peter bestimmt wieder ordentlich zickig gewesen sein. An der Stelle. Gib Acht, Ellie. Ja, ich krieg dich schon, du Elch. Er blutet immer noch. Wie wir sehen. So, jetzt langsam. Oh, da steht er direkt. Das war blöd gerade. Da hinten ist er. Jetzt kann ich ihn vielleicht hier abfangen. Da ist er. Oh. Da bist du ja. Nee, so weit komme ich nicht. Armer Elch. Oh Mann. Tja, dann trickse ich ihn jetzt wieder aus. Wollte er wohl hier rumkommen? Oder auch nicht. Wie oft muss ich den treffen? Dreimal, ey. Meine Fresse. Na gut, so ein fetter Elch, der braucht schon ordentlich. Pfeile, bis er tot ist. Vielleicht muss ich ihn auch einfach mal in den Kopf treffen, aber so weit, so nah komme ich ja nicht an ihn ran, dass ich das schaffe. Ellie wackelt ganz schön mit ihrem Bogen. Fuck, wo bist du, Alter? Da oder was? Bestimmt. Na, hier, guck mal, hier sind die Flecken schon größer. Oh ja. Wo ist er lang, der Drecksack? Hier entlang. Wieso lebst du noch? Wahrscheinlich, weil es ein infiziertes Mistvieh ist. Ha. Huh. Oh, wo bringt er mich hin? Das blöde Drecksvieh. Was ist das für ein Ort? Haha, guck mal hier. Da hängt mein Pfeil in der Luft. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Toll. Alles ist okay. Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort. Ja. Von wegen ganz gewöhnlicher Ort. Wer ist da? Komm raus! Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung und das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportsfreund. Was wollt ihr? Ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir was für das Fleisch da geben. Was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja.
Im Lager. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Eiskalt, die Ellie. Penicillin und eine Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Das Gewehr nehme ich. Na klar. Jetzt zurück. Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Krass. Wie eiskalt Ellie ist. Finde ich gut so. Na also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay, ich verstehe, es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Und der Verletzte, du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Sorry. Okay, ich hätte jetzt wirklich gerne mein Gewehr zurück. Nein, du hast eine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Besser als du denkst. Mal. Wir dürfen sie auf keinen Fall reinlassen. Hoffentlich finden sie nicht. Bewacht die Fenster. Okay. Alter, kann der nicht schießen, der Penner, oder was? Was ist los? Ich hab schwarzes Bild. Wow. Hier, du hattest recht. Du kannst mit dem Ding besser schießen als ich. Was sag ich denn? Na? Ah! Verzieh dich doch! Ja, Moni ist super, geil. Ich hab gedacht, das Spiel ist jetzt bald Ende und hier geht's noch übelst los, wisst ihr? Richtig übel. Money!